Mal sehen, wie oft wir noch sterben werden, bevor wir den Gegner besiegen. Und damit herzlich willkommen zurück zu. Zu oft. Na gut. Okay. Gehabt. Es reicht, ich habe genug gesehen. Dein Können hat mich gut unterhalten und dafür darfst du leben. So, nun sag, warum du hierher gekommen bist. Hat er, dieser dreiste Vogel. Naja, so sollte das nächste sein, sollte als nächstes in der Reihe sein, wenn Naja mir einen Gefallen tun würde. Vias hat solche Gewalttaten erwähnt. Das war sehr viel interessanter, als ich Geschwätz über Handelsrouten. Handelsrouten anzuhören. Mein Gott, deutsche Übersetzung ist natürlich echt schwierig. Werdet ihr die Lanze von Herodot segnen? Seine Lanze. Ha! Hat er sie also mal wieder befreit und dann gibt er sie auch noch seinen kleinen Sterblichen. Wie lustig. Du bist ein amüsantes kleines Ding, Reisende. Ich gewähre dir meinen Segen. Sollte ich denn besorgt sein, selbst wenn sein Temperament würde niemals unter die Wellen hier reichen. Doch diese bittere Schlange Mayasa, in ihrer Wüste ist sie schutzlos. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie die nächste sein wird. Es wäre eine Schande, mir das entgehen zu lassen. Was Lia angeht, ich musste ihr Leben nehmen, um euch zu erreichen. Ihr Leben gehört mir, Sterbliche.
Ich lasse sie zur Strafe eine Weile in ihren verrotteten Körper, in ihrem verrottenen Körper stecken. Gib dich keine Illusionen, in meinem Reich kontrolliere ich alles. Mit einer Schritte, mit einer Atemzüge. Es ist mit Fatima Erfolg. Jetzt hörst du dich schon wie Liad an. Die Leute in Fatima sind nichtig. Ich könnte jede Belagerung der Stadt mit einem meiner Stürme hinfortspülen. Komm schon, Sterbliche, dein Gewissen ist langweilig. Das war ein zweitklassiger Gott. Weite durch mein Portal, um an die Oberfläche zu kommen, bevor ich meine Meinung ändere. Ich könnte auch diese Welle entfesseln und dich schwimmen lassen. Das sind hier nur ein paar Kilometer. Ja, yeah, schon. Gut, na, das war doch mal. Zack. So, jetzt gucken wir doch mal kurz. Ist hier irgend. Man müsste mal einen Blutfilter einstellen. Ja, ich dachte auch, das hätte ich schon mal getan, aber. Scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Na gut. Ja, ich meine, ich hab's geschafft. Das hat nicht ganz so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Oder wie ich. Befürchtet auch. Handelsprinz Melvern. Wie ich sehe, kommst du ohne Paetron. Er hat wohl ein jähes Ende genommen. Zum Glück sind vor ein paar Wochen seine letzten Hinterbliebenen gestorben. Von daher müssen wir niemanden seine Lebensversicherung auszahlen. Hast du wenigstens die Panzer? Was? Aber wir haben doch schon Leute geschickt, um das zu tun. Geht es ihnen gut? Was? Tja, eigentlich sollte mich das nicht überraschen. Außer Corden konnte ihn keiner zügeln. Aber danke für deine Hilfe, diese Angelegenheit. Die Bezahlung hast du dir verdient. Nice. Moin. Würde ich das sehen? Ja, und dann. You're back. When Harten returned without you, I grew worried. What happened? You met Lagon and have his blessing? I only wish we could have won Liath's support. Did you have to kill her? Surely there must have been some way to persuade her. Though, Architect Liath is no fool. Next, we must find Majasa. I've spoken with Melvern and convinced him to ferry us to Sorath Kaar. It will be a long road to Majelka after, but you are used to walking, right? Nice. Und wieder ein Kapitel geschafft. Level 54. Naja. Oder zumindest einen größeren Abschnitt. Ein Kapitel durch. Ja, also laden, laden, laden. Jetzt geht's weiter in die Wüste. Also warum nicht? Klassischen Regionen in einem Action. Wüste, Dschungel, Keller, Wald, Tempel, ob über oder unter Wasser. Bleibt ja auch eigentlich nicht mehr viel anderes Terrain übrig. Ich meine, dann hat man in vielen auch noch Höhlen, damit das Gebirge mehr oder weniger auch abgedeckt. Eishöhlen und Steinhöhlen. Lösser. Ach ja, so einiges. Naja, es lädt. Also das ist eins, was ich irgendwie absurd finde. Es lädt echt lange an manchen Stellen. Wir müssen Gegenstände übertragen im Inventar. Ja, ja, das mache ich ja ständig. Ist auch so geil, dass diese Tipps nicht wenigstens daran gekoppelt sind, dass man denkt so, was hat er denn noch nicht getan? Welches Level hat er denn noch nicht erreicht? Sondern einfach so mitten und so random. Hm.
Und warum das so lange lädt? Es lädt ja auch, also ist ja nicht. Ja, also ich würde mal sagen, auch auf die Gefahr hin, dass ihr eine Zwischensequenz verpasst, sage ich mal, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Wir sehen uns auf der Endcut und hoffentlich wieder im Spiel, wenn es so immer weitergeht. Wie ihr seht, es lädt noch. Ihr informiert euch über die Links in der Beschreibung, damit ihr nicht wie die Idioten in Thüringen zur Mehrheit AfD wählt oder Gott bewahre FDP, die mit AfD zusammenarbeitet, weil ich meine, da gibt es so viele Überschneidungen, das ist schon gruselig. Und dann, ja, danke für alle Spenden, die ich bisher erhalten habe, die an Insta weitergeleitet werden zu 100%. Und abschließend viel Spaß beim selber looten und leveln in Last Epoch. Wünscht euch euer... Mit einem sinnvoll gefüllten Rucksack begrüße ich euch auf der Endcard. Für weitere Action-RPG-Videos klickt hier. Wenn ihr euch jetzt lieber mit gemütlichen Aufbauspielen beschäftigen wollt, klickt hier. Wenn ihr lieber ein paar Shorts sehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr das Ganze abonnieren wollt, dann klickt. Und damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Monster Hutz und allzeit gutes Loot wünscht euch.